1.850 Euro, das ist verbrieft. Wir machen aus einem T7 mit einem Schlafmodul, was dabei ist, das Computer berechnet wurde, das jahrelange wirklich Entwicklungszeit hatte, machen wir ein Wohnmobil. Und es gibt insgesamt, ich nenne sie mal, drei große Module. Das Ganze könnte beginnen mit dem Schlafmodul, denn ich sag mal, das Kochmodul ohne Schlafmodul ist nicht so schön. Meistens verkaufst du alle drei Module zusammen, aber du hast in diesem Fahrzeug hier über Jahre hinweg etwas entwickelt, was sich zerstörungsfrei ein- und ausbauen lässt. Denn ganz viele Fahrzeuge werden nämlich als Firmenwagen genutzt. Das hier ist in dem Fall auch so. Es könnte ein Leasingfahrzeug sein. Derjenige möchte aber campen und möchte auch nicht viel Geld ausgeben. Und du hast das entwickelt. Du bist Elektroingenieur Dr. Kai Richter, hast ja noch promoviert und kennst dich ganz gut aus in Verfahrenstechniken. Ich glaube, das ist so ein Thema, wie man sowas herstellt, aus welchen Materialien das macht und so weiter und so fort. Und das ist dir ganz gut gelungen. Der T7, den werden wir jetzt mal zeigen. Das ist eine ganz spezielle Bank und wir haben sogar eine extrem, und das kennt man nämlich von Volkswagen, eine extrem gemütliche Matratze noch mit dabei, die besonders dick ist, die man optional auch haben kann. Man kann natürlich auch jede andere Matratze drauf machen. Und das Coole ist, es ist in wirklich 5 Minuten ein- und ausgebaut. Ja, grüß dich Kai. Hallo Sven, grüß dich. Ja, wir sind in Braunschweig. Wo liegt denn Braunschweig? Braunschweig liegt ein bisschen östlich von Niedersachsens Hauptstadt. Okay. Und Frage, die Leute kommen mittlerweile aus ganz Europa zu dir. Du wirst so ein bisschen als Geheimtipp gehandelt. Ich bin auf dich gestoßen, weil du mich auf der Messe angesprochen hast, hast gesagt, ich habe da was entwickelt. Das wird die Campingindustrie ziemlich zur Weißglut treiben, weil du weißt selber, was ein Camping California kostet, korrekt? Ja, die sind bald sechsstellig. Sechsstellig. Mhm. Und das ist ein Modul, das auch bei einem Crashtest, sagst du, auch halten wird, weil die Problematik ist, man kann nicht einfach irgendwas einbauen und einfach mal so ein bisschen festmachen. Wir haben ein Automobil und das Ganze muss halten. Und du hast dich für ganz spezielle Materialien entschieden, solche Aluprofile, die man eigentlich kennt aus dem, ich sag mal, Maschinenbau, aus Anlagenbau. Anlagenbau. Also da werden zum Beispiel in Fabriken werden Anlagen damit gebaut. Natürlich, das ist eben auch eine Kilometerfrage. Das Zeug gibt es kilometerweise, ist unglaublich lange im Markt, ist ultra stabil und auch sehr leicht. Also ich glaube, das ist wichtig. Ich will ja nicht, wenn ich eine Camping-Ausrüstung drin habe, die maximale Zuladung erreicht haben. Die Leute fragen oft, was kostet, wie viel wiegt das? Das Gesamtgewicht unserer Gesamtausstattung ist ungefähr das Gewicht der VW Dreiersitzbank. Wer die mal kennt und angefasst hat, ne? Also der Wagen wird leichter, wenn du die Sitze rausnimmst und unsere Campingausstattung reintust. Das wirkt nicht so, weil wir haben auch Holz. Wirkt immer schwerer, aber durch diese Kombination ist es sehr leicht, ultra stabil. Wir machen Vollbremsungstests, also wir machen keine Crashtests, aber wir machen Vollbremsungstests. Das ist dann auch sozusagen nach den üblichen Ladungssicherungsvorgaben. Es ist nämlich Ladung und das ist ganz wichtig. Du hast mittlerweile schon Anfragen von Vermietfirmen aus ganz Deutschland, die zu dir kommen und sagen, hey, ich habe erfahren, es gibt da etwas, was man zerstörungsfrei ein- und ausbauen kann. Du hast hier zum Beispiel einen Punkt verwendet, den gibt es ab Werk schon, diese Schraube, oder? Die Schraube müssen wir natürlich eine längere nehmen. Den Schraubpunkt gibt es ab Werk. Ne, wir sehen in allen Fahrzeugen, das gilt ja nicht nur für VW mit Schienensystem, in anderen Fahrzeugen auch, gibt es immer Möglichkeiten, wo sind die Sitze festgemacht, wo sind Verzurösen festgemacht. Das können wir nehmen und dann ist es genau wie du sagst. Ohne Änderung am Fahrzeug, zerstörungsfrei. Und das ist für Leasing-Leute interessant. Das ist überhaupt für Leute interessant, die so 2-3 Jahre ihren Wagen fahren und dann einen neuen haben, können ihre Module mitnehmen, nichts bleibt zurück. Und Anfragen von Vermietern, ja. So, komm, wir gehen mal kurz vorne rein, denn wir haben die Matratzen jetzt mal zusammengestellt. So sieht das Ganze im Fahrbetrieb aus. Da drinnen, ich nenne sie mal die Wohnbox, da ist so ein bisschen Sideboard drin. Ist unser Sideboard. Sideboard. Genau. Was ist da alles drin im Sideboard? Also das Sideboard ist letztendlich, hier ist eine relativ einfache Ausstattung. Wir sehen rechts, haben wir eine Kühlbox, die ist auf dem Auszug. Ah, die kenne ich. Die kennst du bestimmt. Die ist tagelang ist die im Einsatz, muss man sagen. Wir haben die jetzt mal nicht festgeschraubt, denn die wird noch fixiert. Und diese Kühlbox hält mit einem Kühlakku circa 3-4 Tage, richtig? Genau, für Leute, die jetzt nicht von morgens bis abends Bier rausnehmen, da hält die 3-4 Tage ohne Strom.
Ne, da haben wir also auch gerade so Wochenendcamper-Pärchen, die sagen... So sogar Eis, Minusgrade geht sogar, gell? Man kann das einstellen, also das sind sogenannte Phasenwechselmaterialien in den Akkus drin. Man kann die Akkus kaufen für minus 5 Grad, für 3 Grad und für plus 10 Grad, das hängt von den Akkus ab. Das ist chemisch schon ganz schön ausgeklügelt. Mhm. Was das bedeutet in der Praxis ist, die nehmen ja Energie auf. Ne, das ist ja das, was, also die geben Kälte ab, was so viel heißt, wie die nehmen Energie auf. Und die behalten über einen relativ langen Zeitraum die niedrige Temperatur bei und sind dann auf einmal alle, wie so ein Lithium-Ionen-Akku, der auch lange hält und dann zack, bums. Sehr schön, die kann man einfrieren. Dann auf der linken Seite, was ist da dabei, ja, in dem Fall? Ich gehe mal kurz rein. Ja, mach mal bitte. Ne, also wir haben 3 Segmente. Hier ist es jetzt wirklich, der Kunde hat gesagt, ich will erstmal nur eine relativ einfache Geschichte. Er hat hier im Prinzip Stauräume, dass man es ein bisschen ordnen kann. Hier einen großen. In der Mitte haben wir hier eine Tür. Da kann man auch, haben wir in anderen Fahrzeugen auch, Schubladen haben. Hier ist üblicherweise der Platz für eine Wasserstelle. Unten können wir einen Tresor einbauen. Das ist relativ... Sehen wir gleich. Also ich gebe noch ein zweites Auto. Wir werden 2 Videos machen. Einmal die Version T6, dann die Version T7 und heute Nachmittag werden wir an einen anderen Ort fahren. Da kommt eine Weltrevolution. Du hast dich an etwas Größeres gewagt. Was sehen wir noch? Ja, da sehen wir einen Ford Tourneo Custom. Das ist keine Weltrevolution, aber es ist mal eine lange Version. Das ist mal ein anderes Auto. Der ist also deutlich länger. Der ist auch ein bisschen breiter, ein bisschen mehr Platz als der T6. Der ist tatsächlich breiter innen, gerade nach oben weg und so weiter, sehen wir dann. Genau. Sehr, sehr beliebt. Also das ist so ein Modul, da, das kann man quasi kriegen, wie man das möchte. Das können wir mit einer Spüle kriegen, da hast du verschiedene Ausführungen und so weiter und so fort. All das ist auf deiner Webseite. Jetzt sei mal gerade so lieb, das hier ist jetzt die Version mit den Originalsitzen, weil der Kunde hatte eine Anforderung. Der wollte A, die Originalsitze drin haben. Die sind modular. Ich glaube, jeder Sitz ist einzeln. Der lässt sich relativ gut rausnehmen. Stimmt das? Also beim T7 ist ja das Sitzsystem völlig neu. Da gibt es jetzt endlich auch bei VW 3 Einzelsitze nebeneinander, die sich auch einzeln verschieben lassen. Ne, man kann das mal zeigen. Also man kann ja einen Sitz verschieben und der andere bleibt stehen. Okay. Das ist neu. Das hier ist ja auch die Langversion. Und hier können also hinten 6 Sitze rein. Der Kunde wollte Folgendes. Der wollte mal mit 8 Leuten fahren können. Mal mit 4 Leuten zum Campen fahren, das ist jetzt diese Kombination. Mhm. Na, dann können wir die runterklappen und einen Lattenrost ausklappen. Und er wollte aber auch die Pirate Van Sitzbank, die wir dann im anderen Auto sehen, die will er dann auch haben, sodass er diese Modularität, diese Auswechselbarkeit innerhalb von wenigen Minuten das hin und her machen kann. Deine Sitzbank übrigens, die ist so sensationell, die werden wir gleich mal sehen. Die gefällt mir richtig cool, die werdet ihr nochmal in einem zweiten Video nochmal ganz explizit sehen. Jetzt machen wir mal Folgendes, wir nehmen mal ganz kurz bitte mal die Matratzen raus, stell die mal hier bitte auf das Laub, das können die ab. Und damit wir einfach mal sehen, das sind 2 Module jetzt in dem Fall, die sind faltbar, die kann man übrigens auch außerhalb des Fahrzeuges prima nutzen, sind schmutzabweisend und dann sieht man, wie die Konstruktion gebaut ist. Das ist von Schreinermeistern gebaut worden hier in Braunschweig. Alles, du hast die volle Kontrolle, du gibst da nichts ab irgendwie ins Ausland, sondern das wird hier, es wird hier gebaut und konstruiert. Genau, also bei Pirate Vans konzentrieren wir uns auf die Entwicklung und letztendlich die Vermarktung und auch die Kundenplanung, dass wer Einzelnes haben will. Und wir haben hier direkt vor Ort eine Tischlerei, die unser wichtigster Zulieferer ist. Ne, und die können alles. Also das ist eine Tisch, die machen noch richtig Möbeltischlerei, also im Prinzip klassisch. Da kriegen wir quasi kurzfristig alles, was wir brauchen. Verschiedene Holzmöglichkeiten, verschiedene Oberflächen, alle möglichen Zusägungen. Du fasst das mal an, du siehst die Kanten, alles abgerundet, alles mit entsprechenden... Multiplex, also für die Ewigkeit, oder? Ja, und auch wasserfest verleimt, auch vorne bei den Dekoren wasserfest obendrauf. Das kriegst du so gar nicht aus dem Katalog. Es gibt ja bei Volkswagen, wichtig war dir Erstausrüsterqualität, also dass man sagen kann, hey, das könnte theoretisch auch in der Preisliste bei Volkswagen stehen, dass man sich nicht, ich sag mal, umschauen muss. Dann war dir ganz wichtig, der maximale Kofferraum, der möglich ist, ja, dass man hier Euroboxen einladen kann, dass man auch noch Falträder hier hinten reinkriegt und so weiter. Das ist dir gut gelungen, oder? Ja, wir haben hier unter sind es 500 Liter Stauraum. Wie gesagt, das ist jetzt die Version, die hat noch nicht den Heckauszug drin. Das ist ja gerade mitten aus einem Umbauprojekt. Ich zeige das mal gerade. Also das ist die Version mit Heckauszug. Das heißt, man kann optional diesen Heckauszug noch mit dazu bekommen. Genau.
So, dass man das sieht. Also da ist übrigens auch was ganz Besonderes. Das werden wir im zweiten Video nochmal zeigen. Das ist das Küchenmodul. Oder was? Wir öffnen das mal ganz kurz. Das bietest du an für Kunden, wer sowas haben möchte. Du hast erzählt, wer sowas jemals gesehen hat, der glaubt nicht. Man kann hiermit eine komplette Familie beköstigen. Genau. Also wir gucken mal kurz rein. Wir können das ja nachher nochmal aufbauen. Also hier ist wirklich drin man kann für 4 Personen alles, was man braucht, und für 2 Personen so ein Dreigang-Restaurant mäßig, und hat auch einen Kocher noch drin, das Gas passt rein. Unsere Beobachtung war, in so einem kleinen Bus wird nicht viel gekocht. Ich weiß nicht, hast du mal in so einem... Da kochst du gar nicht. Na doch, man kocht sich mal ein Ei, mal einen Kaffee, sowas macht man schon. Meistens findet Kochen draußen statt, am Heck. Ist, sieht man oft, mache ich auch oft. Aber wenn es hier regnet, wird die Matratze nass. Das ist, du musst es auch mit rausnehmen können. Mhm. Und das Vorzelt. Das heißt, das kann, ne, also diese Kombination aus, ich kann hier hinten kochen. Können wir uns gleich mal angucken, was da alles reinpasst. Sehr schön. Also das ist die Box. Schiebst du mal ein bisschen zurück. Die fällt nicht um jetzt, oder? Nein. Nee, sehr schön. Das ist ein Schwerlastauszug. So. Da, ich nehme an, du wiegst mehr als 60 Kilo? Ja, ganz klein bisschen mehr. Genau. Das muss man sehen. Der ist auch belastbar. Alles, was du baust, das ist dir ganz wichtig, hast du vorher ausprobiert. Das Ganze machst du seit Jahren. Du hast auch Kunden, tatsächlich, die haben schon mal was selber probiert. Das ist nämlich deswegen, die kommen und sagen, ich habe schon einen Kühlschrank. Und dann fragst du meistens, warum haben sie denn schon einen Kühlschrank? Sagen die, naja, ich habe das schon mal aus Holz selber gebaut, mal probiert. Das ist nicht so trivial, wie das hier aussieht, oder? Richtig. Ich habe letztendlich muss man hier auf der einen Seite das Material verstehen, man muss die Fahrzeuge verstehen, und dann muss man es auch noch alles unterbringen. Und am Ende ist es eine jahrelange Erfahrung, die da drin steckt, dass es, bis es mal so ist, wie es hier ist, wo dann auch wirklich alles passt. Ne? Wenn alles passt, dann siehst du ja nicht die Hürden, die man alle nehmen muss, wenn man jahrelang daran entwickelt. So, jetzt klapp mal bitte hoch, dass man das mal sieht. Hier unten kann man den Raum noch ein bisschen erweitern, indem du das obere Teil hochklappen kannst. Jetzt hast du nach oben mehr Raum. Klapp's mal bitte runter. Und jetzt bauen wir mal um. Und das Ganze dauert Sekunden, denn... Du hast dir ein bisschen was dabei gedacht. Der Griff, der hier an der Seite ist, ja, ich zeig das mal gerade. Das ist nicht nur ein Haltegriff hier auf der Seite, sondern das werden wir gleich sehen. Der kann nämlich sogar dynamische Last ab. Genau, wenn man nämlich hier jetzt, das sind die Originalsitze, runtergeklappt. Das geht halt in Sekunden. Und dann haben wir hier, das ist jetzt, wie gesagt, die einfache Version. Wir haben ja auch noch unsere eigene Sitzbank. Und dann hast du hier letztendlich sehr schnell, wenn du den noch mit vorziehst, dann steht das auch stabil. Na? Und dann hast du hier ein Bett. Ich gehe mal aus dem Bild. Wo ist das? Ja, ich habe schon gesehen. Also genau. Das ist so, dass wenn man da gleich drauf liegt, das werden wir gleich mal zeigen, in Verbindung mit den ordentlichen Matratzen, die man hat, ja, schläft man wie in einem großen Morello. Das ist, also ich selber habe eben mal auf dem Matratzenplatz genommen. Wichtig ist die Matratzenqualität. Du hast gesagt, also gibt nichts Schlimmeres als die Originalmatratzen, die oft bei diesen kleinen T6 mit dabei sind. Das kennst du. Da brauchst du immer einen Topper. Also schlimmer geht immer, nee, aber ich meine, ich will ja nichts, was hilft's? Die haben sich auch schon was dabei gedacht, mir hat's nicht gereicht, ja. Und ich weiß, vielen anderen reicht es eben auch nicht. Eine Matratze muss schon mindestens 10, besser 12 Zentimeter haben, sonst landest du nämlich dabei, dass du einen Topper brauchst. Wir haben einen Matratzenlieferant, der uns ausstattet mit allen möglichen Klapplösungen, haben wir ja gerade gesehen. Das ist jetzt mal ein Beispiel für eine, die 5-mal klappbar ist und 2-mal hier die halbe Breite. Wir bieten die für verschiedene Fahrzeuge dann auch. Ihr bietet die auch quer an, also das sind ja 2 Teile gewesen, das gibt es auch mit einem Teil. Genau, ja, oder häufig ist es 3-teilig, sehen wir dann im anderen Fahrzeug. Und auch so ausgeschnitten, dass man hinten in der D-Säule, dass das ein bisschen, da wird es ja meist ein bisschen schmaler, das Auto, dass man das an die Konturen anpasst, ne? Das ist natürlich dann schick. Sehr schön, so, wir werden jetzt mal ein Video einblenden, dass wir das Ganze mal sehen. Du hast nämlich einen Zeitraffer gemacht, 120 Sekunden. Der Umbau realistisch, Ausbau mit allen drum und dran, ist der in 15 Minuten gemacht? Also wir haben in dem Video, was du einblendest, haben wir es gestoppt. In 13 Minuten 20 haben wir alles eingebaut. Du brauchst an ein paar Stellen brauchst du 2 Leute, um die Teile reinzutragen. Gar nicht so sehr wegen des Gewichts, sondern weil sie so sperrig sind. Also ich habe es auch schon alleine gemacht. Muss aber aufpassen, dass du nicht gegen den Lack dengelst und so. Reinstellen, und dann Sicherheit ist wichtig, hast du genannt. Die meiste Zeit ist sozusagen das Befestigen, das Festschrauben. 13 Minuten 20. So, wir blenden es jetzt mal ein.
Wahnsinn, das ging richtig schnell. Das heißt, wir haben in 0, nichts das Ganze ein- und ausgebaut und darauf kommt es auch an. Das bedeutet, du kannst sogar, das ist sehr interessant, denn das hier ist tatsächlich auch teilweise die Technik aus dem T6 und du hast sie hier sogar abgeändert. Das heißt, zurückbauen, ein bisschen kleiner machen, das geht, größer machen dann nicht mehr irgendwann mal. Das heißt, man kann sie streckenweise sogar mitnehmen. Siehst du den T7 als ernstzunehmende Konkurrenten zum T6? Ehrlich? Boah, das ist eine gute Frage. Ich sehe ihn vor allen Dingen als einzige Alternative, die Volkswagen in der Zukunft bietet. Der T6 wird ja jetzt nach und nach zurückgebaut. Also zum Beispiel die Allrad-Variante, die ich immer so cool fand, gibt es nicht mehr. Der T7 wird den ersetzen und die Leute werden campen wollen. Und dann sind wir da. So, dann sind wir da. Und wichtig war dir einfach, dass das Ganze bezahlbar ist. Der Maximalausbau liegt so bei 12.000, 13.000 Euro. Was ist da alles dabei? Also im Komplettpaket ist dabei ein vernünftiger Kompressorkühlschrank, ne? Eine Spüle mit entsprechend Wassermöglichkeiten. Im Komplettausbau, also in der maximalen Ausbaustufe, ein Tresor. Weil, das ist ganz wichtig, glaube ich, oder? Dass ja, das kommt drauf, also ich sag mal so, viele sitzen ja nicht die ganze Zeit am Auto, sondern man geht mal wandern, man geht vielleicht mal zu einer Band, je nachdem. Und dann kannst du quasi Laptop, Kamera-Equipment, Portemonnaie im Auto lassen, ne? Und hast dann zwei Schlüssel mit und das ist halt irrsinnig praktisch. So, jetzt bitte mal die Matratzen kurz mal drauflegen. Das ist noch nicht die 100%ige Endversion, denn es werden noch speziell angepasste Matratzen gefertigt, aber die sind so zu 95% schon gut. Ja, das war jetzt auch eine spezielle Situation, dass der Kunde die schon hatte. Okay, das heißt, das geht auch. Der Kunde kann auch eigene Matratzen mitbringen, kann sich die schneidern lassen. Du bietest auch Matratzen, das können wir gleich mal zeigen. So, die sind jetzt beide nebeneinander und so wäre die Transportposition. So wäre die Transportposition, genau. So, ich sehe gerade, die eine ist... Ist jetzt andersrum als die andere, ja. Ja. So ist das eben. Bitte mal auf der rechten Seite einfach mal umklappen, dass wir das mal sehen. So sieht das Ganze denn aus. Und so könnte man auch im Sommer tagtäglich damit rumfahren. Dann ziehst du einfach da dran. Die Matratze ist ausgezogen. Und jetzt kannst du theoretisch da schon drauf liegen. So ist jetzt. So, das ist die erste. Bitte mal die zweite ausfahren. Ja. Mal gucken. Hast du mir die Challenge gegeben, erst in der anderen Reihenfolge? Du, ist nicht so schlimm. Das ist der. Und jetzt kommt was richtig Cooles. Genau, komm mal kurz drauf, leg dich mal drauf. Dann haben wir so ein kleines Abschlussbild. Du selber bist auch leidenschaftlicher Camper. Das heißt, das Ganze ist aus der Praxis entstanden, oder? Ja, das meiste, also vieles, eigentlich alles. Gerade so die Feinheiten. Ne? Wenn du so überlegst, wo brauche ich eigentlich Stauraum? Wo will ich am schnellsten drankommen? Welche Materialien funktionieren? Weil letztendlich, Camping ist Außenbereich. Ich habe Feuchtigkeit, ich habe Temperatur. Mhm. Das soll ja auch nach 5 Jahren noch gut aussehen. Es ist, ich befürchte, es ist unkaputtbar, weil die Multiplex-Materialien mit den Oberflächen, da ist so Siebdruck oder was hast du genommen als Oberfläche? Bei den Matratzen, unter den Matratzen haben wir Siebdruck, damit die Matratzen nicht rutschen. Mhm. Und bei den Sichtteilen haben wir natürlich schicke Holzoptik. Damit es gut aussieht, damit man sich wohlfühlt. So, nicht jeder ist Handwerker, nicht jeder ist perfekt im Kopieren, wie die Chinesen, die irgendwie das machen. Jetzt sieht man auch schön, das Coole ist, ich habe hier jetzt nicht gerade das schlankste Model der Welt, ja, das weißt du selber, aber das Coole ist, es ist jetzt belastbar. Das heißt, du hast mit 0, nichts ein zerstörungsfreies Wohnmobil kreiert und darauf kommt es den Leuten an. Die Leasing-Autos werden später zurückgegeben, du hast das selber und da kannst du nichts verändern, reinbohren oder irgendwas machen. Ja, das merken die und die Dekra-Leute sind mittlerweile richtig fit, oder? Nee, am Fahrzeug wird nichts verändert, aber letztendlich die Robustheit gilt natürlich auch für den Ausbau selber, weil ich kenne ja den Markt. Ich meine, ich weiß ja auch, was andere so machen. Ich habe gesagt, ich will hier überhaupt nichts Filigranes, weil das Filigrane geht kaputt. Durch den Nutzer. Und der hat das nicht mal mit Absicht gemacht. Also hier geht nichts kaputt. Also wenn du hier was kaputt machst, hast du es mit Absicht gemacht. Okay, das heißt also, wir haben auf der einen Seite aus dem Thema Anlagenbau, das sieht man hier, also Steuerungstechniken und so weiter. Ich kenne das zum Beispiel, ZF hat sowas da, wenn die irgendwelche Straßen bauen, wo irgendwas gefertigt wird. Produktionsstraßen. Genau, aus dem Material. Genau. Also ich kenne das nämlich von Bosch Rexroth, die stellen das her. Das sind viele Hersteller, die es gibt. Genau, also das sind ja diese Profile, die heißen ja Item oder Bosch. Ne? Also das ist ja genau diese Art. Die sind ja auch erprobt, wenn du sagst Anlagenbau, da rüttelt ja auch permanent alles. Ne? Das heißt, die sind auch für einen Einsatz in ich sag mal, nicht filigranen Umgebungen
erprobt. Ja, gewerblicher Bereich, da haben wir drüber gesprochen. Gebaut hast du das Ganze für den gewerblichen Bereich, also sprich Vermieter und so weiter. Und wo es da gut ist, ja, da ist es für den Endkunden auch schon zweimal gut, das muss man sagen. Dann geht es sogar noch weiter. Du hast gesagt, okay, wir schreiben dem Kunden nicht, wie früher in anderen Teilen von Deutschland vor, da gibt es nur eine Farbe oder irgendwas, sondern es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Dekore und so weiter. Ist das hier ist das eine Teilauswahl oder wenn der Kunde unbedingt was anderes haben will? Also der Kunde hat die freie Wahl. Das sind die drei Dekorkombinationen, die wir uns hinlegen. Das hat also Auswirkungen auf die Lieferzeit vor allen Dingen auch. Ne? Das haben wir da. Der Kunde kann jedes andere Dekor haben. Wir hatten auch schon welche, die haben eigene Stoffe mitgebracht, die wir dann unserem Polsterer gegeben haben. Ne, also im Grunde kein Problem. So, hier sieht man das sehr schön. Also das ist auch auf der Webseite zu sehen. Du kannst also aus einem serienmäßigen Van in, ich sag mal, für ein Budget so 6, 8, 10.000 Euro ein komplettes Wohnmobil machen. Du kannst auch erstmal anfangen mit dem Bettmodul, wie wir das gezeigt haben, 1850. Ist die Matratze noch nicht dabei. Auch nicht der Schwerauszug, der ist dabei. Der Auszug wäre dann da bei dem Preis auch schon dabei. Der wäre schon dabei. Der wäre schon dabei. So, also du weißt, was allein so ein Schwerlastauszug kostet. Ja, also wenn du den... Es ist nicht der für 65 Euro aus dem Internet, den du hinsetzt. Nein, der ist es nicht. Es ist der, wo man drauf sitzen kann. Ich habe ja drauf gesessen eben. Okay, also Schwerlastauszug wäre schon dabei. Das heißt, ich muss nicht an die Euroboxen hinten ranklettern. Dafür ist der Auszug ja da. Weil du weißt ja, was man immer sucht, wenn man was sucht, das, was ganz hinten steht. Ja, nicht nur das, sondern du kannst den Auszug prima benutzen. Der ist natürlich auch an der Stelle überdacht natürlich, wenn es mal regnet. Dann spielt sich ja vieles hinter dem Auto ab. Außendusche, außenrum, du weißt selber, da gibt es mittlerweile Vorhänge für den T7 und so weiter. Wichtiges ja, Heckzelte. Also das ist ja beim VW-Bus hast du entweder Seite Markise. Vermehrt sehe ich auch Heckzelte, um diese Anbindung zu schaffen manchmal. Aber das ist schon individuell. Also jeder hat da sein eigenes. Ich bin mehr so ein Markisentyp. Ja, und ganz wichtig ist die Verdunklung. Da verweist du gerne auf Project Camper aus Hamburg. Mit denen arbeitet ihr auch zusammen, auf Wunsch auch direkt von dir lieferbar. Und da gibt es verschiedene Lösungen, wie das Ganze dann auch komplett mit Magneten in 0, nichts verdunkelt werden kann und sogar noch wärmeisoliert. Das heißt, also du hast das Thema Wärmebrücke minimiert. Ja, viele Kunden haben ja auch schon eine Lösung. Manchmal gibt es ja auch schon eingebaute. Die Matten von Project Camper finde ich persönlich am besten. Mhm. Ne? Ich auch. Ja, so, ne? Und ich kann das wirklich sagen, liebe Project Camper Leute, wahrscheinlich, also ihr baut wirklich perfektes Zeug. Genau. Und die haben zwar ihren Preis, muss man ganz klar sagen, ja. Aber sie zimmern eine Zufriedenheit aufs Gesicht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nee, du gehst hin beim T6, alles ist millimetergenau gefertigt. Ich habe mich umgeguckt und letztendlich ein bisschen unser Anspruch, du merkst es auch, entweder das Beste oder wir denken nochmal drüber nach. So. Das ist sehr schön. Ja, kurz zu deiner Historie. Du hattest mal ein anderes Leben, oder? Ja, ich hatte mal ein anderes Unternehmerleben. Also ich bin ja, du hast es am Anfang gesagt, ich bin ja von Haus aus Ingenieur. Ja. Ich hatte mal mit einem Kompagnon zusammen eine Softwarefirma im Bereich autonomes Fahren. Echt? Ja, ja. Okay, das heißt Level 3, 4 oder? Das war die Vorbereitung dann am Schluss. Also das haben wir relativ erfolgreich gemacht. Mhm. Haben dann auch Projekte gemacht mit über 1000 eigenen Leuten. Und das habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt habe ich genug Software gemacht, jetzt will ich mal wieder was anfassen und wieder mehr draußen sein. Und jetzt fasse ich an und jetzt bin ich draußen. So, wir zwei haben uns kennengelernt auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Da warst du mit dem Andreas Mareiner am Stand mit mir zusammen. Ich habe dich angeguckt mit deinem Zopf hinten, der dann war, der auch so ein bisschen ein Statement ist bei dir. Du willst leben, du willst aber auch anderen Leuten, ich sag mal, verhelfen, die, ich sag mal, starten wollen mit dem Camping oder einfach mal raus wollen. Ich kenne das aus der Schweiz. Die Schweizer wollen immer am Wochenende auf die Berge mit dem Mountainbike und allen und dann wollen die eine Nacht übernachten oder auch mal zwei. Und hier mit der Ausrüstung hier, ganz ehrlich, könntest du das hier sogar als Zugfahrzeug benutzen, könntest du einen kleinen Anhänger dran für die Kinder und die Kinder könnten entweder hier drin schlafen und die Eltern schlafen dann im Wohnwagen hinten drin, so habe ich es immer benutzt, sodass man das benutzen kann. Oder du kannst mit dem Kind mal in den Europapark fahren, übernachten, da gibt es einen großen Campingplatz. Du bist viel versatiler, also du hast viel mehr Möglichkeiten, oder? Mit dem VW-Bus irgendwas zu unternehmen in der Freizeit. Na klar, gerade die Variantenvielfalt mit Sitze, ohne Sitze. Wie viele Leute können hier quasi drin schlafen? Ich kenne das, ist interessant, dass du das sagst, ich kenne das so, dass oft die Eltern hier schlafen und die Kinder draußen im Zelt, finden die aufregend. Ja, das ist so. Ja, und ja, dann gibt es noch was richtig Cooles. Hast du dir schon was überlegt für den T7, fürs Dach? Wird es da was geben in Zukunft? Ja, der hat ja auch diese Punkte. Ich muss es gerade mal fühlen.
Der hat die jetzt nicht, oder? Ich habe für mich richtig gesagt. Doch, der hat auch diese Aufnahmepunkte. VW gibt ja, ich meine, jeder Automobilhersteller hat ja Aufbaurichtlinien, wo genau gesagt wird, wo darf man Ladung befestigen, ohne das Fahrzeug zu ändern. Welches Material müssen die Schrauben haben? Wie belastbar darf das Ganze sein? Hier, der ist ein bisschen weniger belastbar als der T6. Ne? Aber im Grunde kann man eine Markise auch anbringen. Ich kann Solar draufbringen. Das kann man alles machen. Ja. So, jetzt geht es ja darum, einen Preis auch zu finden, wo die Leute jetzt nicht rumschreien und sagen, mein Gott, viel zu teuer, baue ich selber. Ich habe die Kommentare alle schon gesehen. Mhm. Wir haben ja das Hornbach-Video mit dem Holz gemacht. Nichts gegen Holz, aber die Leute haben dann geschrien, ja, da hole ich mir eine Laubsäge, mache ich das selber. Und du hast gesagt, also hier, das ist hart kalkuliert. Wenn man das mal richtig rechnet, das Ganze zuschneidet und dann musst du ja genau wissen, und das ist ja das Witzige, du musst ja wissen, bevor du es abschneidest, wie du es abschneidest, weil abschneiden machst du nur einmal, oder? Also ja, ich meine, wie gesagt, es ist ein Prozess gewesen, auch bei uns. Und ich habe ein Drittel der Leute, die bei uns dann eine Ausrüstung kauft, sind so Leute, die gesagt haben, ich habe es jetzt einmal selber gemacht und bevor ich es ein zweites Mal nochmal wieder nicht vernünftig selber mache, lass ich es ein Profi machen. Es ist tatsächlich so. Natürlich kann man, es ist auch eine Budgetfrage, weißt du, mhm. wenn ich wirklich sage, ich, oder als Studenten, mhm. also hast gerade, bist froh, wenn der Bus fährt, wen interessiert da, wie komfortabel und wie luxuriös das ist, funktioniert auch. Ja, da nehm ich mir aus dem irgendwie gebraucht ein paar Holzstücke, schneide die zu, mach ein paar Winkel dran. Die Bierkisten, die sowieso mit müssen, so, fertig ist die Lösung, ne, genau, ja, völlig klar. Richtig, genau. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt hast du ja ein Auto für 70.000 Euro und dann gehst du hin und machst Bierkisten rein mit allen drum und dran. Deshalb kommen auch die Studenten nicht mit dem T7. Ne? So, das heißt, also es gibt Zielgruppen, klar, die haben vielleicht auch nicht das Budget, aber du hattest jetzt eine 18-Jährige, hast du mir erzählt, die kam rein, die will ganz gezielt Vanlife machen, hat gesagt, ich bin da jetzt die nächsten Jahre unterwegs, ich will da nichts selber tüfteln, ich kann das genau. Auch gar nicht. Ja, die hat das große Paket genommen. Ich dachte erst, okay, gucken wir mal. Und sie meinte, mit dem Kühlschrank, welche Möglichkeiten hast du noch? Nicht, nehme den großen. Wasser, ja. Also die war ganz bewusst, hat gesagt, nee, das ist jetzt, ich habe jetzt dieses Auto, woher sie es hat, weiß ich nicht. Aber und das will ich jetzt auch voll ausnutzen. Mhm. Und die hat einfach alle Kreuzchen gesetzt. So, hier vorne sieht man sehr schön, aus dem gleichen Material kannst du dann auch diesen Dachgepäckträger machen. All das wird man auf der Webseite sehen. Ist das schon drauf in T7? Sieht man das schon? Nee, also auch den Dachträger, den haben wir jetzt auch noch nicht auf der Webseite. Der wird oft angefragt, nicht so oft genommen. Ne? Also unser Hauptfokus ist schon auf der... Sag mal, was ist denn das für eine geile Markise? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja das Schärfste, was ich je gesehen habe. Wie kamst du denn auf die Idee? Na, ich meine, du siehst das Auto. Ja. So, das ist, wie komme ich auf die Idee? Also es ist, eine Markise, die zum Auto passt, das dürfte eben nicht eine von diesen Standard schwarzen Kassettenmarkisen sein. Das ist jetzt ein ganz persönliches Statement halt. Also nicht eine Dometic, Fiamma oder so irgendwas, die üblichen Verdächtigen. Ne? Es gibt ja Thule, Fiamma und Dometic, das sind ja die drei großen. Die bieten die schwarze Kastenmarkise an, die wollte ich einfach nicht. Also es sollte auf jeden Fall eine Rollmarkise sein, eine Sackmarkise ist nett. Und da, wie oft wirst du darauf angesprochen? Oft. Ja. Also bitte, 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 mach sie so, dass man sie irgendwann mal kaufen kann. Auch die ist kann für die... Kaufen. Kann man kaufen. Ja, die gibt's in Blau-Weiß, in Grün-Weiß, in Gelb-Weiß. Rot-Weiß haben sie leider aus dem Programm genommen, musste ich letztens eine Kundin ganz bitter enttäuschen. Dann gibt's sie noch in Weinrot. Also gibt's dann auch in Farben. Mhm. Also nicht nur Schwarz und Silber. Also. So, und hier werden wir gleich ein Video machen. Das ist deine Bank, die kann man für den T7 auch kaufen, die gibt's schon. Genau, die so. Die haben jetzt im T7 zu dem Paket, das der Kunde kauft, ist die Bank auch dabei. Mhm. Der hat sie mit einem anthrazitfarbenen Bezug. Jetzt haben wir halt gerade die Zweisitzer drin. Die Bank kann halt, klar, man kann drauf sitzen, man kann die hochklappen, hat noch viel Stauraum unten drunter und die hat ein Feature, das finde ich ganz großartig. Die hast du selber konstruiert, die Bank? Ja, sicher. Sicher. Und die haben wir hier. Ist es magnetisch hier gewesen? Das war jetzt magnetisch, damit die sich findet. Ja, du kannst hier keine. Nochmal bitte. Mach nochmal. Das funktioniert. Ja, sicher. Bei uns funktioniert alles. Was ist das für eine Frage? Und jetzt da drunter, das heißt, das ist ja fast ein Geheimfach, was da drunter ist, oder? Ja, so geheim ist es nicht. Wir bewerben es ja. Ja, nein, gut, aber wenn ich jetzt hier einbreche und das nicht direkt sehe, dann... Da haben wir da unten ja den Tresor. Da unten ist ein Tresor drin. Den könnte ich auch für den T7 kriegen, richtig? Natürlich. Ja, das ist eben die Ausstattungsfrage. Guck mal, hier hast du oben die Spüle. Ne, oben die Spüle, hier rechts den richtigen Kühlschrank mit Eisfach und so. Ne?
So mit einer. Aber was war da drin für ein Bier? Was trinkst du? In Braunschweig trinkt man Wolters. Wolters, okay. Und KitKat ist so, okay. So, das ist jetzt ein kleiner Dometic-Kompressorkühlschrank. Da kam gerade eben eine Lieferung an. Unglaublich gefragt bei dir. Lieferzeit, wenn ich, ich sag mal, was haben möchte bei dir, kommst du im Moment klar? Also aktuell sind wir bei 8 Wochen. Ja. Ich sehe aber, dass das Frühjahr beginnt und die Leute an Camping denken. Okay. Ne, das heißt, mit jeder Bestellung, die kommt, steigt eigentlich die Lieferzeit ein bisschen an. Genau. Was ist das? Also hier ist ein Fach drin. Genau, Entschuldigung, das Fach, wir sind abgelenkt, haben uns abgelenkt. Ich war's. So. Das sind 4 Fächer, 3 von dieser Seite aus zugänglich. Von der anderen Seite komme ich auch ans vierte dran, weil hier wird nicht. Sind die groß, die Fächer? 60 Liter, das ist mal im Vergleich 1,5 mal so viel wie Bordgepäck, Handgepäck im Flugzeug. Das ist viel. Aha. Das sind 1,5 so kleine Trolleys. Echt, sind da drin? Ja. Echt? Ja, ich meine, man kann es ja ausmessen. Ne? Hier drin haben wir 13 cm in der Tiefe und 17 so und einen knappen Meter breit. Und dann, ne, was habe ich hier drin? Handtücher. Eigentlich habe ich hier, das eignet sich für Klamotten, für eine Jacke, für Handtücher, für die Sachen. Also im Prinzip Kleiderschrank. Mhm, cool. Was du ja siehst ist, hinten, wir schlafen auf voller Breite hier bei Pirate Vans. Genau, das ist mir aufgefallen. Ja. Viele Vans, die haben nur diese Breite hier. Ja, das ist so. Und dann bauen die rechts noch was auf. Bei dir ist so, wenn nachts geschlafen wird, dann wird das hier abgedeckt, richtig? Genau. Und deswegen geht auch alles zu. So, ganz genau. Und so, und damit du noch an den Kühlschrank drankommst, hast du den nach vorne gebaut und nicht nach oben. Nachts an den Kühlschrank drankommen ist ganz wichtig. Das stimmt. So, dann bau mal um. Wie funktioniert das? So, das heißt, diese Bank kriege ich jetzt auch für den T7. Die wäre dabei, ne? Und, so, die ist jetzt nicht für 1850 dabei, da war das Bettmodul dabei. Die Bank ist extra, die Bank, richtig? Die ist eine sehr aufwendige Geschichte, ne? Die gibt es natürlich nicht für 1850. So. Ja, aber auch hier die. Nochmal, das war zu schnell. Was hast du gemacht? Du hast die umgeklappt. Ich hab die umgeklappt. So, ich meine, so ist die Sitzposition, ne? Okay, und jetzt? Dann haben wir hier einen Hebel, kannst du gleich mal gucken hier. Rechts ist so ein Hebel. Das ist quasi Einhandbedienung. Ich meine, siehst du hier mit einer Hand. Ach, du hast einen Hebel. Da ist keine. Das ist einfach. Das hat ein Schreiner hat sich das überlegt, oder? Das habe ich mir überlegt. Hast du dir überlegt? Da ist ein Zug, ein Hebel, genau. Der hält das Ganze für die Ewigkeit, oder? Ja, das ist für die Ewigkeit, genau. Okay, und jetzt? Ja. Jetzt ziehst du. Das ist jetzt eine andere Matratze? Das ist jetzt die, von der ich erzählt habe, die speziell angepasste. Da siehst du auch hier zum Beispiel die Ausschnitte, ja. Dass du die hinten in die D-Säule zurückklappen kannst. Okay. Die sieht dann beim T7 würde die anders aussehen. Mhm. Beim Ford sieht die noch wieder anders aus. Da haben wir, genau, die hat 12 cm, die ist wirklich bequem. Ich meine, du hast ja vorhin selber mal gecheckt, die ist ja wie zu Hause. Die ist sensationell. Ich lag drauf, ich hasse nichts mehr, weil ich bin Seitenschläfer. Und das geht ja, genau. Es geht, weil wenn du gerade schläfst, dann ist das Gewicht besser verteilt, aber auf der Seite liegt ja alles auf dem Beckenknochen an der Seite. Wenn du Seitenschläfer bist, brauchst du eine dicke Matratze, also ja. Sonst funktioniert das nicht. Ne? Also bitte, ich habe Busse ausprobiert, ich habe geschrien, weil die Leute irgendwie, keine Ahnung, meistens bei den Hubdächern oben ist das größte Problem, da haben die keinen Platz, dann nehmen die Mini-Matratzen und erwarten dann und dann diese winzigen Tellerchen, die drunter sind. Es wird ja auch damit geworben, ich verstehe das auch, dass damit geworben wird, dass man sagt, guck mal, alles ist drin. Ich will aber auch, dass es in der Benutzung schön ist. Mhm. Weißt du, und wirklich, ich will nicht immer was versprechen, was ich nicht halten kann. So. So, und das ist bei dir ganz wichtig. Leute können herkommen, die können es A bestellen, sie können aber auch herkommen, sich das einbauen lassen. Das machen die meisten, oder? Die lassen sich das einbauen bei dir, oder? Ja, wir machen das immer mit Einbau, eigentlich, weil bestellen machen wir für gewerbliche Kunden. Okay. Endkunden machen wir mit Einbau, weil die müssen es ja auch selber können. Also die kriegen eine Schulung hier, eine kleine, oder? Eine Schulung, genau. Also im Prinzip, wir stehen daneben und erklären und der Kunde macht selbst, weil sonst lernst du es ja nicht. Und so lernst du es dann ratzfatz. Okay, verstanden. Ist ja nicht kompliziert, man muss es sich nur merken. So, und wo ist jetzt hier Ende? Bis wohin darf ich liegen? Bis dahin, gell? Genau, also im kurzen Radstand bei dem T6. Ist der kurze hier? Das ist der kurze. Mhm. Kannst du ein 1,90er, 1,90 Länge Bett haben, also 1,60 breit, 1,90 lang. Und kommst immer noch an den Kühlschrank. Boah, ist das genial. Und du kannst noch ein- und aussteigen. Ich kann noch ein- und sicher. Weißt du, was ich cool finde? Wenn du hier zu zweit fährst. Ja, hier, das kennst du. Du kannst auch bei 1,90, hast du hier noch genug Platz. Na, für ein. Weißt schon. Porta-Potti, ja, ich sehe es ja. Oder Trenntoilette oder egal. Alle die unter der Sitzbank sind 32 cm Platz. Auch das ist kein Zufall. Das hat einen Grund. Alle drunter passen. Du hast nämlich die 32 cm, ist nämlich Bier, nicht Bierkasten, doch Bierkasten und Getränke. Die Wasserkästen sind. Die Wasserkästen sind. Ja, genau. Also das ist ja auch ein Euro-Format.
ne, 40, 30, 32 hoch. Und da haben sich offenbar die Toilettenhersteller auch dran gehalten. Sehr schön. Und deswegen passt die genau drunter. Und hier, so, jetzt bitte leg dich mal drauf. Ich mache mal ein Foto von hinten. Aber mach ein schönes. Bitte. Ja, ich mache ein schönes. Natürlich. So, dass wir das mal sehen. Da ist er. Und diesen Bus hier, den hast du schon getestet. Der ist Baujahr 2017. Das ist dein Hotseller. Also du hast ja ganz viel T6 gebaut, aber die Nachfrage kommt jetzt für den T7. Deswegen haben wir das Video gemacht. Wir werden gleich noch für diesen T6 ein eigenes Video drehen. Das Ganze findet ihr auf der Webseite bei ihm. Und hat eine tolle Webseite gebaut. Pirate Vans könnt ihr einfach googeln. Und die URL, wie ist die? Ja, www.piratevans.com. De so. Geht auch bar.com. So, jetzt könnt ihr Folgendes machen. Der QR-Code geht, gell? Hoffentlich. Also hoffentlich. Also ansonsten geht Pirate Vans. Ich werde ihn jetzt mal einblenden, ganz kurz. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Wir haben ja auch die Rückseite. Da ist die Rückseite und da können wir es... Ja. Ah, der funktioniert. So, können wir mal kurz gucken. Also www.pirate-vans.com. Das Ganze ist in Braunschweig. Das liegt in der Nähe von Wolfsburg. Also ist nächste Stadt hier ist Magdeburg in der Nähe, oder? Ja, es ist schön, dass du Hannover ausspaßt. Es gibt da so eine Städte. Ja, Hannover kenne ich gar nicht. Freundschaft, ja, genau. So. Nein, es ist in Norddeutschland. Genau. Also Magdeburg wird mir jetzt einfallen. Was wird mir noch einfallen? Osnabrück wird mir einfallen. Ist ungefähr eine Stunde weg. Die wichtigste Stadt zwischen Magdeburg und Osnabrück ist Braunschweig. Du hast völlig recht. Danke. Du darfst hier mit zum Fußball kommen. Saugeil. Ja, hier sind wir. Heute ist der 17. März 2023. Und weißt du was? Heute ist der erste Tag, wo ich das Gefühl habe, du bist ja hier im Hawaii-Hemd. Ja, es ist warm heute. Es ist Frühling. Heute ist warm, oder? Das ist für uns. So, das für euch. Weil wir es uns verdient haben. So, und das Ganze, Pirate Vans und so weiter und so fort. Und du warst dir ganz unwohl. Du hast gesagt, hier das Schild 1850 Euro, das bin ich nicht. Aber ich habe gesagt, du hast das Modul, das gibt es, das bietest du an. Die meisten kaufen natürlich ein Set, muss man sagen, mit Küche und allem drum und dran. Aber wenn einer nur das Modul haben möchte, kann er kriegen. Ist eigentlich die Matratze noch nicht dabei, aber der Schwerlastauszug ist schon dabei. Und damit habe ich quasi schon ein komplettes Schlafding. Das Schlafmaß hier wäre 1,40 Meter mal 2 Meter ungefähr. Ja, vielleicht noch. Überhaupt, also der T7, viele Leute fragen auch, ist das der Nachfolger vom T6? Mhm. Oder ich meine, es wirkt ja so, ne? Mhm. T6, T5, T6, T7, wir können ja zählen. Es ist schon ein völlig anderes Auto und ich glaube, das ist für Camping auch ganz wichtig zu verstehen. Ich meine, du siehst ja auch, innen die Höhe. Ist tiefer, oder? Na, eben nicht. Das ist ja das Überraschende. Der ist innen genauso hoch wie mein T6. Warte mal, echt? Warte mal, ich guck mal rein. Das stimmt. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Und ich sag dir auch, warum. Warum? Weil der T6 Multivan, der hat die Lüftung oben im Dach. Das heißt, da gehen dir wirklich 8 cm verloren. Mhm. Und der T7? Der hat gar keine Lüftung. Doch, natürlich hat er die auch. Multivan ist ja die an der Seite. Der hat die an der Seite und das heißt, im Dach fehlt nichts. Das heißt, die Höhe ist gleich, aber die Breite ist, also innen, die innennutzbare Breite, diese Bettfläche ist nur 1,40 Meter. Mhm. Und im alten haben wir 1,60 Meter. Es ist ein fundamentaler Unterschied, damit man das mal versteht. Oh, ich finde die, ganz ehrlich, also wenn ich mich lieb habe, da wird sogar noch mein Sohn noch da. Gut, dann wird es eng, aber zwei Personen gehen. Das ist ja individuell. Ich sag nur, ich rede erstmal vom Auto, ne, und nicht von, wie die Leute da drin liegen. Also, und was auch interessant ist, ich glaube, es ist wichtig, wir werden das oft gefragt, wie ist das mit der Länge? Das hier ist jetzt die lange Version vom T7. Ja. Und die ist von der Campingfläche, die du hast, hast du genauso viel Platz, also von der Länge her, ja, wie in der kurzen Version vom Vorgänger. Ja. Warum? Weil die Nase flacher ist. Also das sind so viele Dinge. Also der T7, muss man aber sagen, ist automotiver, fährt ganz anders, ist eher PKW, nicht Nutzfahrzeug. Ich habe selber T6 gefahren. T6 ist schon auf der Autobahn, wenn du da 180 fährst, ist ein Unterschied. Also hier fährst du 180 und der ist extrem leise. Und der T6 bei 180 ist schon, da würde ich jetzt keine 220 fahren mit dem. Also da fühle ich, beim T6 habe ich mich mal wohl gefühlt, so bei 130. Auch dann zu abgehen, erstmal den Motor holen. Dass das habe ich gehabt. Ich habe den, okay. Ja, ich habe den, wobei der 150 PS, der lief auch schon 180. Also das war mit Glück ein bisschen, ja genau, hast recht. Genau. Und runter. So, und bergab, genau. Da sind wir. Viele werden jetzt natürlich sagen, ja, was für ein Schrott, der T7, der T6, das einzig wahre, stimmt gar nicht. Es gibt Fans für den T7, sieht man ja hier. Außerdem gibt es noch ein Argument, es gibt den als, glaube ich, auch als Plug-in-Hybrid, da bin ich mir gar nicht sicher. Genau, das ist ein Plug-in-Hybrid, ich weiß nicht, wohin ich bin.
bin ja hier raufgefahren. Elektrisch. Das hast du fast verschlafen, ja. Ne, weil man gar nichts hört. So, und das hat nämlich einen Grund, die Dienstwagenversteuerung hier 0,5%. Und das ist gerade für Leute, die campen wollen und nicht die Steuer sich umbringen lassen wollen, natürlich eine tolle Geschichte. Und dafür haben wir jetzt einen tollen Ausbau. Dr. Kai Richter, den Doktor habe ich übrigens ergänzt. Da hast du gar nicht so viel Wert gelegt. Aber ich habe gesagt, wer mit so einem Zopf rumläuft, da muss man erklären, du bist Elektroingenieur, du bist quasi in deinem zweiten Unternehmerleben. Das Ganze hast du sehr ernst genommen. Das ist keine Marotte von dir, wo du sagst, ich mache mal was wie, ich sag mal, das Nagelstudio, sondern das ist richtig hart. Als nämlich Leute davon Wind bekommen haben und auch die Presse, dann, ich sag mal, hast du dir an dem Tag nämlich gewünscht, du hast mir das erzählt, an einem Tag wurdest du von Anfragen überhäuft und ja, dann hast du mich noch getroffen. Ich wünsche dir viel Glück. Was jetzt passieren wird, weiß nur der Wind. Und da ist die Adresse. Also wenn ihr sowas habt, Lust habt für drei Fahrzeugtypen im Moment. Nee, T6. Ja, wir haben die Volkswagen, T5, T6 und T7 natürlich. Ford Tourneo Custom, das zweithäufigst verkaufte Bus nach den Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt. Ja. Mercedes V. Habt ihr auch schon? Ja, sicher. Vito. Natürlich, genau. Der Unterschied ist ja eigentlich nur ein bisschen die Innenkonturen. Dass man gerade beim Lattenrost und bei einem aufpassen muss. Naja, wir haben unsere Module so gebaut, dass die relativ gut wieder benutzt werden können. Mhm. Ne? Und natürlich die Befestigung am Boden. Die ist fahrzeugindividuell, damit das sicher fest ist. Also V Mercedes, was noch? Vito, V-Klasse. Wir haben auch Leute, die kommen mit einem Auto, das habe ich noch nie gesehen. Der Peugeot zum Beispiel geht der? Also da gibt es ja auch drei verschiedene. Genau, also Peugeot ist ja heute die aktuelle Version baugleich mit dem Opel Zafira Live. Das ist ja alles über Citroën, über PSA. Ne? Und auch baugleich mit dem Toyota Pro S Verso. Mhm. Die haben vor allen Dingen dann, das macht es uns dann einfach für die Bodenbefestigung. Mhm. Ne? Also im Prinzip alles, was so diese VW-Bus-Klasse ist. Kombo auch? Hast du mal nachgedacht? Oder ist der zu klein? Du meinst die Hochdach-Kombi? Ja, die Hochdach-Kombi. Also Kombo und diese ganzen. Schwierig. Es ist deshalb schwierig, weil die einfach zu klein sind, um alles zu haben. Diese Größe, du schaffst gerade so das Komplettprogramm. Mhm. Ne? Und das wünscht man sich in der Caddy oder so auch. Und dann ist es natürlich auch manchmal dann, also ist es manchmal nicht kompatibel mit dem Budget. So, sage ich ganz ehrlich. Dr. Kai Richter, hier sind wir. Zusammengebaut war es schnell. Pirate Van, cooler Name, kann ich mir gut merken. Also ich konnte mir es gut merken. Das Ganze im Braunschweig, 17. März 2023. Tschüss Kai. Ciao, ciao. Ben, ciao.